Herzlich willkommen zu Literaturwelten. Seit 8 Jahren schon lese ich mich jedes Jahr aufs Neue in die neu erscheinenden Debütromane der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ein und richte ebenfalls in einem Teamprojekt einen BloggerInnenpreis für Literatur, das Debüt des Jahres, aus. Und auch 2023 habe ich mich sehr intensiv mit den eingereichten Romanen befasst und nun haben wir in unserer Redaktion von Das Debüt eine Shortlist erstellt und diese möchte ich euch heute ganz kurz und ganz subjektiv vorstellen. Viel Spaß beim Zuschauen. Hier im Hintergrund sieht man 3 Regale mit den Debütromanen aus dem Jahr 2023. Es sind dort 85 eingereichte Romane und 5, die auf die Shortlist geschafft haben, liegen von mir. Und diese möchte ich euch eben, wie ich schon erwähnt habe, sehr subjektiv vorstellen. Eine genaue und offizielle Begründung unserer Redaktion könnt ihr in dem Beitrag nachlesen, den ich dann unten verlinken werde, sobald er erscheint. Nun aber zu den Romanen. Das ist die Auswahl, die wir nach der Lektüre von den eingereichten Büchern getroffen haben. Es gab wie jedes Jahr sehr viele Bücher, die es auch verdient hätten, eben auf die Shortlist zu kommen. Aber wir haben ja nun mal 5 Plätze und wir können nicht alle 90 Romane auszeichnen. Aber an dieser Stelle möchte ich auch für alle mein herzliches Dankeschön aussprechen, für alle, die es gewagt haben, eben das erste Buch zu veröffentlichen. Denn das ist ja gar nicht irgendwie so einfach. Erstmal muss man das Buch schreiben und dann schickt man das Buch in die Welt und weiß gar nicht, wie das Buch wahrgenommen wird. Und es gibt alle Geschichten in dem Spektrum von ein Buch wird total gehypt und man ist sofort irgendwie auf allen Bühnen, in allen Veranstaltungen, die man sich so wünschen kann und räumt alle Preise des Jahres ab. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch sicherlich sehr viele Bücher, die kaum Resonanz bekommen haben. Das ist einfach der Tatsache auch geschuldet, dass es jedes Jahr einfach so viele Bücher gibt, die veröffentlicht werden und nicht alle schaffen es, die gebührende Aufmerksamkeit zu bekommen. Manche fand ich auch nicht so nach meinem Geschmack, andere fand ich wirklich faszinierend und diese Auswahl, die wir jetzt getroffen haben, ist natürlich nur eine Auswahl und auch eine subjektive Auswahl und meine noch subjektivere Meinung zu den Büchern könnt ihr jetzt endlich erfahren. Die Reihenfolge ist völlig zufällig, die werde ich einfach in der Reihenfolge vorstellen, wie sie bei mir hier liegen und hat keine Aussage über die Qualität der Bücher. Alle sind top und noch viel mehr Bücher, die da sind, sind ebenfalls top. Die stelle ich aber in diesem Video noch nicht vor. Das erste Buch ist Kaspar von Viktor Galandi, erschienen in Karl Rauch Verlag. Das Buch ist relativ dick, es liest sich aber wahnsinnig schnell. Wir haben hier einen unzuverlässigen Erzähler. Wir befinden uns in einer dystopischen Welt nach einer Explosion. Es wird dann irgendwie von Strahlenkrankheit gesprochen. Es gibt davon gesprochen, es wird erzählt, dass die Menschen irgendwie sich auch in Bunkern verstecken, dass man nicht mehr draußen leben kann. Und wir haben hier auch einen Erzähler, der wohl in einem Krankenhaus liegt und er wird von einem Roboter versorgt und gepflegt. Und das ist so das Setting dieser Geschichte. Und dann erfahren wir etwas aus dem Leben von Kaspar. Er war nämlich ein Praktikant in einer dubiösen Firma. Schwer zu sagen, was die Firma da gemacht hatte. Seine Aufgabe war aber, einen Filialleiter zu finden, der eigenwillige Sachen gemacht hatte und nicht mehr dem Vorstand der dubiösen Firma irgendwie gefallen hat. Er weiß auch nicht, wo er den finden soll. Und er sucht und trifft verschiedene Menschen, erlebt Unterschiedliches. Die Leseerfahrung vergleiche ich völlig irgendwie frei mit wirklich einem, das, wenn man das Buch liest, es kam mir vor, als würde man so ein
Föhn ins Gesicht halten. Also die Geschichte rauscht an einem vorbei. Es passiert alles sehr schnell. Man ist auf einmal in völlig anderen Orten oder an völlig anderen Orten. Man weiß gar nicht so richtig, was da passiert. Es ist sehr ironisch. Es ist sehr viel Humor drin. Und es gibt wirklich so ganz, ganz viele Stellen, wo man beim Lesen schmunzeln kann oder auch lachen kann. Auf jeden Fall eine sehr spannende, lustige Leseerfahrung. Ich war von dem Buch ein bisschen überrascht. Ich mag auch Bücher, die eben einen unzuverlässigen Erzähler haben. Sachen, dass man eigentlich so sich die Geschichte ein bisschen selber zusammenreimen sollte. Und hier haben wir eben auch so ein Buch. Das zweite Buch, das ist Grit Krüger mit dem Roman Tunnel, erschienen im Kanon Verlag. Kanon Verlag habe ich hier auf diesem Kanal schon mal gelobt für die Covergestaltung. Ich finde es nach wie vor immer sehr einfallsreich und auch dieses Cover ist wirklich sehr schön. Hier haben wir eine Geschichte, die mich ein wenig an den Roman Kleiner Mann, was nun von Fallada, von Hans Fallada erinnerte. Und zwar in diesem Sinne, dass wir hier Figuren haben, die auch versuchen, irgendwie den Alltag zu meistern. Das ist sehr schwer. Wir haben eine alleinerziehende Mutter mit einer Tochter im Schulalter, irgendwie in der Grundschule. Ich habe jetzt das Alter der Tochter irgendwie gar nicht mehr vor Augen, aber sie muss noch zur Schule. Sie wird vielleicht so 10, 11 sein. Und das sind Figuren, die sich eigentlich so am Rande der Gesellschaft befinden. Sie sind wirtschaftlich schlecht situiert. Die Mutter findet dann einen besseren Job in einem Pflegeheim, wieder so am Rande der Gesellschaft. Und dort treffen wir auf verschiedene Figuren, die dann auch eine Rolle spielen. Und sie darf, also die Mutter darf mit ihrer Tochter in dieser Pflegeanstalt eine kleine Wohnung beziehen, so dass sie dann auch wirklich leben. Es gibt hier auch einen Partner der Mutter. Er wird als Tröster bezeichnet. Und auch ja, wir sehen, wie sich eine Beziehung entwickelt zwischen der Tochter und dem Tröster. Er sorgt dann irgendwie ein bisschen für die Tochter, weil die Mutter es eben auch nicht so richtig macht und machen kann auch. Also sie versucht, sich durch den Alltag irgendwie zu bringen. Und dann beginnt sie noch irgendwie so nachts zu verschwinden und niemand weiß, was sie da eigentlich macht. Auf einmal findet man, dass sie dreckige Fingernägel hat und niemand weiß eigentlich, was los ist. Und ja, das ist eine sehr leise Geschichte. Da passiert eigentlich viel mehr zwischen den Zeilen als in der Handlung an sich. Eine poetische Geschichte. Man verfolgt die Figuren tatsächlich sehr gerne, vor allem die Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter. Auch die Beziehung zwischen den weiteren Figuren in dem Roman ist auch schön beschrieben. Und es ist wirklich eine zum Teil auch rührende Lektüre. Auf jeden Fall eine leise Lektüre, eine langsame Lektüre. Aber ich glaube, dass man da bei der Lektüre auch sehr viel gewinnen kann. Das nächste Buch, das ist Jennifer Becker, Zeiten der Langeweile, erschien in Hansa Berlin Verlag. Das ist ein völlig anderes Buch. Hier ist nichts langsam. Die Protagonistin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, deren Vertrag nicht verlängert wird. Und auf einmal hat sie ganz viel Zeit und weiß nicht so richtig, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Und so fängt sie an, sich Gedanken über ihre Nutzung der Medien zu machen. Und sie stellt fest, dass sie eigentlich ganz viel Zeit im Netz verbringt. Das möchte sie nicht mehr. Und zuerst macht sie so einen Digital Detox, also versucht auf die Medien zu verzichten. Und sie geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Sie versucht irgendwie alle Beiträge, die sie betreffen, die es im Netz gibt, zu löschen. Sie wird auch ganz erfolgreich. Im Hintergrund haben wir noch eine Geschichte mit einer Großmutter und auch eine Geschichte ihres Bruders und die Beziehung der Geschwister zueinander.
Man weiß oder man hat den Eindruck, dass da irgendwas in der Kindheit nicht wirklich gut gelaufen ist. Man hat aber auch nicht so richtig die Informationen. Und das ist für mich auch ein Experiment, inwieweit kann man eigentlich aus der medialen Welt aussteigen. Denn wir haben uns einfach von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr immer tiefer in diese Welt begeben, ohne dass wir das eigentlich so gemerkt haben. Das ist so ein bisschen wie der Frosch im Wasser, der dann irgendwann mal gekocht wird. Und der große Mehrwert dieses Romans ist, dass man sich erstmal an manchen Stellen auch ein bisschen ertappt fühlt. Zumindest fühlte ich mich ein wenig ertappt, weil ich auch manche Kanäle kannte, die sie dann nennt, auch YouTube-Kanäle und Instagramer. Und dann fängt man an, sich selber zu fragen eigentlich, wie möchte ich meine Zeit verbringen? Wie möchte ich meine Beziehungen mit anderen Menschen aufbauen? Inwieweit läuft jetzt alles eigentlich so digital? Und wie viel Leben kann man heutzutage ohne ein Handy eigentlich erledigen? Und das wird natürlich hier fast ad absurdum geführt. Und stellt mehr oder weniger, das Ende ist so eine logische Konsequenz, könnte man sagen. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass das Ende vielleicht doch anders ist, aber ja, um zu erfahren, wie das Buch endet, müsst ihr es lesen. Das vierte Buch, das auf die Shortlist geschafft hatte, das ist Magdalena Seiger, Was ihr nicht seht oder die absolute Nutzlosigkeit des Mondes, erschien in Edition Nautilius. Hier haben wir einen ehemaligen Künstler oder jemanden, der in dem Künstlermetier wirklich verankert war, war erfolgreich und er stellt die Fragen, was ist Kunst? Wie weit ist Kunst eigentlich Kunst, was macht etwas zu einem Kunstwerk? Muss ein Kunstwerk als solches bezeichnet werden, um eins sein zu dürfen? Muss ein Kunstwerk von den Menschen betrachtet werden, um eben auch ein Kunstwerk zu sein? Wer sagt, dass etwas ein Kunstwerk ist? Und dieser Kunstmensch begibt sich in eine Ortschaft, die eigentlich umgesiedelt wurde, weil es da irgendwie Tagebau geben sollte. Auf jeden Fall für industrielle Zwecke wurde diese ganze Gegend geräumt und es sind nur leere Gebäude da und dort zieht er ein in eine Halle und fängt an, ein Labyrinth aus Papier zu bauen. Und was mit diesem Labyrinth passiert und mit den Aufzeichnungen und mit diesem Menschen, das könnt ihr nachlesen. Es geht hier aber nicht nur um die Kunst, es geht auch um Freundschaft. Es geht auch darum, um sich gegenseitig zu helfen. Es geht auch darum, die Erinnerung an die Orte zu behalten und noch um vieles mehr. Und man könnte sagen, ein schmales Buch mit sehr viel Potenzial. Und das letzte Buch, das ich auf diesem Kanal auch schon vorgestellt habe, ist Thomas Dottern Dreyfus Birobidzhan, erschienen in Follen und Quist. Und dieser Roman ist ein Krimi, ist ein Roadmovie, es ist eine Geschichte, eine Familiengeschichte, es ist aber auf jeden Fall ein Buch im magischen Realismus angesiedelt. Das heißt, hier gibt es auch Elemente, die man nicht wirklich erklären kann. Es gibt hier Figuren, die man nirgendwo zuordnen kann, wie so ein stummes Mädchen und niemand weiß, woher das Mädchen eigentlich kam und zu wem sie gehört. Und der Auslöser ist der Tod von Boris. Boris ist der älteste Einwohner von Birobidzhan. Birobidzhan ist eine Stadt in Sibirien und dort wohnen eigentlich so hauptsächlich Juden, beziehungsweise wurde das als eine jüdische Oblast gegründet, als eine autonome jüdische Oblast. Und es passiert sehr viel. Es werden auch viele Themen angesprochen, die heutzutage auch wichtig sind. Und ich kann euch das Video verlinken, wahrscheinlich hier oder hier. Und ja, ich wünschte mir, jeder würde das Buch lesen. So, das waren
die Bücher, die auf die Shortlist geschafft haben. Und ich habe mich sehr über die Lektüre gefreut. Ich bedanke mich aber nicht nur bei diesen 5 AutorInnen, sondern auch bei den weiteren 85 und bei den weiteren Hunderten, die auch hier bei mir im Rücken im Regal stehen. Das Leben ohne Literatur wäre eigentlich kein gutes Leben. Daher danke für alle. Vielen Dank an die Verlage, die nicht nur mich, sondern generell Bloggerinnen und Instagrammerinnen und alle Kultur- und Literaturmenschen unterstützen, und wünsche euch gute Lektüre, empfehle natürlich alle 5 Romane und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!